So, damit ein recht herzliches Willkommen zurück beim South Park Let's Play. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin jetzt ein Jude. Warum, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Aus dem einfachen Grund, ich habe meinen PC komplett neu gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil er so übertrieben gehangen hat. Und übrigens nehme ich auch jetzt gerade wieder ein Full HD auf. Ich hoffe, das macht das dafür wieder ein bisschen gut. Und im Nachhinein hätte ich doch ganz gerne die Jugendklasse genommen. Deswegen, ich musste eh nochmal neu spielen. Aber ich hoffe, euch stört das nicht. Deswegen habe ich jetzt mal die Jugendklasse genommen. Wir haben übrigens ein paar neue, ich zeige euch das mal hier alles, weil ich habe ein paar Sachen übersehen auch übrigens. Hier haben wir so, ich weiß gar nicht, ob wir da noch irgendwas übersehen haben, aber so viel haben wir nicht übersehen, aber eben ein paar Sachen hier natürlich. Die Schamhaare, die sind natürlich immer noch dabei und der Klumpenscheiße auch. Und ich habe mich hier bemalt, wie man sehen kann. Wie gesagt, ich hoffe, euch stört das alles nicht, viel verpasst habt ihr wirklich nicht. Wir haben hier gerade gegen die Typen gekämpft, die wir jetzt noch bitte alle mal plündern werden. Das habe ich nämlich auch vergessen beim ersten Mal, glaube ich. Oh. Nochmal schlagen geht natürlich immer. So, und es ist wirklich extrem lustig, die Jugendklasse. Kann man nicht anders sagen. So, und ab hier bin ich jetzt wieder blind und wir spielen jetzt einfach mal weiter. Das legendäre South Park-Schild. Vergessen, wie man schießt oder den Questreiter öffnet? Keine Sorge, drücke rechts und wähle Hilfe. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst. Ich glaube, das ist während dem Spiel gemeint. Ah, ne, guck mal hier. Gruppe, oder? Ne, doch nicht. Okay, das ist während dem Spiel gemeint. So, wen haben wir denn hier? Hallo. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Okay, du Fame-Bitch. Auch gut. So, jetzt können wir nämlich hier auch den Schnee wegmachen. Oh, guck mal hier, da oben. Können wir das... Ah, können wir das da oben runterschießen vielleicht? Ja, das geht sogar. Oh, der arme Piepmatz. Haben wir jetzt volle Kerne erwischt natürlich. Okay, kommen wir hier durch? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Nur da hinten ist auch gar nichts. Okay, können wir die schlagen? So, nimm das. Du willst nicht unser Freund sein. So, hier noch ein paar Büsche, die wir zerstreuen. So, guten Tag, Herr Wachtmeister. Okay, Officer Butt Brady. That's Butt Brady. Wait. I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Ja, Katzen sind ja auch cool. Direkt mal eine Frage an euch. Mögt ihr Katzen oder Hunde mehr? Ich persönlich mag ja mehr Katzen. Hallo? Hallo? Wollen Sie mein Freund auf Facebook sein? Hallo, können wir mal bitte warten? Können wir die gar nicht ansprechen, oder was? Okay, sieht nicht so nach aus, dass wir die ansprechen können. So, hier kommen wir aber dann nach hinten. Und da können wir doch dann bestimmt die Tasche hier holen. Ja, sehr schön. Sportliche Brille, Gesundheitstrank und Geld ist drin. Sehr nice. Ist das hier ein Donut oder sowas? Naja, irgend sowas in der Art. Ich werde jetzt übrigens hier nur eine Folge aufnehmen, weil gestern keine kam und ich nur surrendern will und so. Und damit ihr heute wieder was habt. Ja, das stimmt allerdings. Reden können wir leider nicht mit dir. So, hier kommen wir auch nicht rein, ne? Nee. Kommen wir da weiter? Ja, kommen wir, aber da will ich noch gar nicht hin. Ich will mich erstmal hier auf der Map noch ein bisschen umgucken. So, hier ist Open. Ja, gut. Ich möchte trotzdem erstmal gucken, was es hier noch alle gibt. Da können wir auch rein. Nimm das, Parkour. Du weißt schon genau, wieso. So, mit der können wir aber auch nicht reden. Ja, 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 ja. So, da hinten geht's auch nur noch da lang. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Tom's Reno Placey. Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht ernsthaft, oder? Ja, ich würde sagen, I've been looking for freedom. Alter, komm mal runter hier, ne? Ja. Da hast du davon. Alter, was hat denn jeder gegen unsere Haare, Mann? Die sind doch in Ordnung. So, Schlüssel zum Geschäftsbüro und Bob-Perücke. Alles mal mitnehmen. So, guten Tag. Oh, hello. Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Zubehör kaufen, verkaufen, Eingriff auswählen. Was kann man denn da machen? Nasaler Desensibilisierer, Brücke und Tipp. Knorpel und Nasenlöcher, der Hasselhoff. Damit siehst du wie der Hoff aus. Du wirst nicht schwimmen oder sehen können wie der Hoff. Okay. Sehr interessant. Okay, wir gucken hier mal weiter. Geld und klebriges Netz, auch nicht schlecht. Die Tür ist natürlich verschlossen, was ja natürlich klar war jetzt. Retro-Klamm. Moment, das muss ich jetzt mal ganz kurz versuchen, ne? Nicht Option, was mache ich denn? Hier, Moment. Wo ist das denn jetzt? Bob-Perücke? Nee, die wollen wir ja nicht. Judenstab, Gesundheitstrank, brauchen wir auch alles nicht. Hä, wo ist denn jetzt...
Philipp Actionfigur simuliert realistisch eine Anzahl gastrointestinaler Störungen. Okay. Sportliche Brille. Sieht so aus, als hättest du an einem Triathlon teilgenommen, ohne dich wirklich anstrengen zu müssen. Anlegen. Boah, nee. Sieht scheiße aus. Will ich nicht. Hallo, ich würde mich hier gerne schminken. Da, Retroklam. Für diejenigen, die Geschlechtsidentität hassen, aber Rock lieben. Yeah. Alter, sieht das scheiße aus. Guck dich das mal an. So, hier kommen wir rein. Nee, kommen wir leider nicht rein. Okay, wir haben noch nicht genug Geld, um den Passant verkaufen. Verkaufen? Verbrauchsgüter? Ich habe gedacht schon, wir können uns einen Klumpen Scheiße verkaufen. Okay, das lassen wir alles erstmal. Wir sparen nämlich erstmal ein bisschen. So, hier geht nichts mehr. Das ist nur der gute David Hasselhoff. So, dann gehen wir mal zurück hier. Mit dem guten Herr Wachtmeister haben wir schon geredet. Dann gehen wir mal in die Bank. Oh, da oben sehe ich was. Kann man das runterschießen? Geht das? Nee, geht leider nicht. So, einmal hier rein bitte in die Bank. Auf jedem Level erhältst du Aufwertung einer selbstgewählten Fähigkeit. Open a new account today. South Park Bank. Saving and loans. Will this snow ever melt? Ja, wieso denn nicht? Hier. Alter, was ist denn das für Musik, ey? Mit dir können wir nicht sprechen. Nö. Okay, this is a sticker. Put all the money in a bag or I'll fucking kill each and everyone. Oh, hey, all right, baby. How's it going? Just showing the new kid around. Hi, Butters. Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. So. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Boah, nee, Alter. So, die Banker sind mir sowieso immer ein bisschen unsympathisch. Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Vor allem $20 ist so ein bisschen arg viel. Was haben wir denn für ein Kapital? Wir haben ein Kapital von $25.55, Alter. So, wir haben nur ein bisschen gelben Tempotrank und Margarita-Mixer. Nice, erstmal unseren Charakter besoffen machen. Alter, die Musik gibt's euch mal. Sind wir in Japan oder was? So, einmal bitte wieder rausgehen. Hier, den Schneemann haben wir ja schon kaputt gemacht. Ich renne mal ein bisschen und gehe mal in den nächsten Screen rein. So, guten Tag, hallo, können wir mit Ihnen reden? Nö, wir können sie nur schlagen und... Nein. Uah. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Jetzt ist er abgehärtet. Unplanned Parenthood. Okay, ich glaube, hier drin werden wir später oder vielleicht auch jetzt die Abtreibung vornehmen können, die in der deutschen Version nicht zu finden ist, soweit ich weiß. Aber da wir die Uncut-Version haben, ist das ja alles nicht so schlimm. Ich hoffe, kann man das jetzt schon machen? Gut, wir werden es gleich sehen, ne? So, hier ist nichts drin. Die Musik, ne? Voll die Fahrschulmusik. Große Mamba-Kondome, Big Mambas und Mini-Windy-Kondome. Nehmen wir alles mal mit. Okay, guten Tag. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Nö, ja, vielleicht. Hi. Did you accidentally get someone okay. pregnant? Hier, was haben wir hier drin? Geld, Schraubenzieher, kaputte Glühbirne, nehmen wir auch mal alles mit. Okay, da kommen wir leider noch nicht rein. Gut, ich glaube, das ist dann später das Level, wo wir abtreiben können. Alter, ich bin schon jetzt drauf gespannt. So. Come on, give me a reason. Scheiße, da können wir nicht durch. Können wir... Nee, da geht... Okay, da, wo er ist, müssen wir durch. Hey, Elvis Presley, alles klar? Okay, den können wir nicht schlagen. Den können wir, aber es passiert nichts. Hallo? Boah. Der nächste Fight. Er wird kommen. Oh yeah. Angriff erhöht. Ich habe das übrigens jetzt auch mit dem Angriff besser verstanden, da ich das nochmal gespielt habe. So. Boah, dreimal kann er angreifen. Alter Schwede. Boah, 27, obwohl wir geblockt haben. So, jetzt zeige ich euch mal die erste Fähigkeit. David Schleuder. Ihr werdet jetzt einfach gleich sehen, was damit gemeint ist. So, wir gehen mal... Der hat seinen Angriff erhöht, ne? Aber der hat ziemlich viel Damage gehauen. Ich gehe mal auf den. So. Hier, mit dem linken Arm Luke sich einmal schleudern und dann... Zack! Sieht ziemlich gut Damage. So, Butters Hammer, ich würde sagen, gehen wir auch einmal direkt drauf. Und zack! Damit wäre er schon fast down. Scheiße. Scheiße. Habe ich gerade verkackt, bisschen. Boah, wa... Scheiße. Scheiße. Benutze einen Taco der Wiederbelebung, der ihn aufweckt und ein paar TP wiederherstellt. Haben wir einen Taco der Wiederbelebung? Man, I could be watching TV right now. Wiederbelebungstrank.
So, tut mir leid, Butters. Aber der heilige Taco wird dich wiederbeleben. So. Ich würde sagen, wir machen ihn jetzt mal mit einem Powerangriff tot. Nimm das. Dafür, dass du Butters umgebracht hast. So, und wir setzen jetzt mal Butters Fähigkeit an. Sehr gut gegen Rüstung. Gut, ich... Nee, komm, wisst ihr was? Doch. Doch, wir machen den mal. Ah, wahrscheinlich muss ich mich da auch drehen, okay. Da bin ich noch nicht so gut drin bei Butters. So. Fähigkeiten. Wir können nochmal unsere Steinschleuder einsetzen, aber ich würde gerne mal den Bogen aktivieren. So, dann komm mal ran hier. Zack. So, jetzt noch einmal Butters Hammer und dann bist du tot, Kollege. Was? Ach, verdammt, habe ich total vergessen. Ich hoffe, wir verrecken jetzt nicht nochmal. Scheiße. Gut, hat sich erledigt. Aber diesmal werde ich keinen Taco der Wiederbelebung einsetzen. Sondern werde ihn mit einem Fernkampf angreifen. So. Ich hoffe, Butters überlebt nach dem Kampf. Ja gut, sieht gut aus. So, Geld, Machttrank und ein Elfenohr haben wir. Alles mal mitnehmen. Und hier haben wir Geld und die Kacke, die gepinkelt hat. Ernsthaft? Die Kacke, die gepinkelt hat? Okay, nehmen wir auch mal alles mit. So, und jetzt können wir hier nämlich nach hinten, ne? Guten Tag. Yeah. Das ist unser erster Vorteil. So, gleich mal gucken, was wir hier noch haben. Die Kacke, die gepinkelt hat. Der Bestseller von Scrooge McBoogerballs. Neue Verwendung dieses Science-Fiction-Convention-Kit. Große Mamba-Kondome. Für Männer, denen es gefällt, wenn Leute sehen, was sie kaufen. Kaputte Glühbirne, ja. Margarita-Mixer. Mini-Winnie-Kondome. Verhindert kleine Ausrutscher zu 99%. Auch nicht schlecht. So, wir haben drei neue Freunde. Millie, Polizist Barbie und Dagi. Klick auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Mal im ganzen Land bin. Das kennen wir ja. Clyde ist aus Raum und Zeit verbannt, Leute. Niemand sitzt beim Essen bei ihm. Mir egal, was für Frühstücksnetz auch er verteilt. Fick dich, Neuer. Alles lief gut, bis du aufgetaucht wirst. Dafür wirst du bezahlen. Ich schwöre es. So, und was haben wir jetzt denn für einen Vorteil? Fähigkeiten? Im Reiter Fähigkeiten, Reiter Vorteile. Okay, Fähigkeiten. Ah, Vorteile hier. Der Zähler oben rechts im Reiter sagt dir, wie viele Freunde du brauchst, um den nächsten Vorteil zu bekommen. So, wir haben einen Vorteil. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Kann ich das überhaupt kaufen? Achso, nee, will ich noch gar nicht. Trauernder, perfektioniere die Kunst des Verhöhens und bewirke zusätzlich Schaden bei wütenden Feinden. Deine Angriffe mit Distanzwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Bewirke zusätzlichen Schaden bei brennenden Feinden. Bewirke zusätzlichen Schaden bei Feinden, die bluten. Deine Feinde fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Bla bla bla, deine maximale Gesundheit. Ich glaube, wir gehen erstmal auf maximale Gesundheit. Ja. So, dankeschön. So, bei den nächsten 5 Facebook-Freunden hätten wir dann unser nächster Vorteil. So, die zwei sind komplett ausgenuckt. Foto-Dojo. Moment, erstmal hier. Das muss sein. Das hier genauso. So. Und dann gehen wir mal in das Foto-Dojo. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, da links oben, Cartman. Minoritäten. Muss ich immer an einen Kumpel denken, wenn ich das hier höre. Kodiak-Foto. Können wir das nicht benutzen? Alter. Guckt's euch an. Geht das hier auch? Okay, mehr oder weniger. Alter. So, hier kommt wieder die Asia-Musik. Auch nicht schlecht. Kodiak-Foto. Können wir irgendwas aufmachen? So, hier sehen wir die ganzen Bilder von den Charakteren. Ach, guck mal, hier sind so viele Hommagen, sag ich mal, an die ganzen South Park-Folgen. Hier, wo Cartman so unglaubliche paranormale Aktivitäten hat. Also hier mit dem Mörder, hier mit der grünen Mütze, ihr seht ja hier, direkt wo ich vorstehe. So, was haben wir hier? Können wir den Besen nehmen? Nö, den können wir kaputt machen. Oh, und wir haben jetzt einen kaputten Schwertgriff, auch nicht schlecht. Guten Tag. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Ja, wieso nicht? Okay, mehr können wir nicht machen. So, Belle haben wir da. Immer schön diese... Ja, dass sie eben nicht die Originalnamen vernehmen, sondern ganz, ganz andere Namen wie Kodiak anstatt Kodak oder Belle anstatt Dell. Gut, wir gehen mal raus hier wieder. So, und die... Nee, wir wollen noch nicht kämpfen. Wir wollen erstmal weitergehen. Okay, da können wir weiter nichts machen.
So, was haben wir denn hier alles? Innenstadt Ost, ne? Sir Timmy's Fast Travel. Okay, damit können wir wieder schnell, reisen. So, die hier hätte ich gerne, ne? Die Tasche hätte ich gerne wieder, hallo? Jetzt, Gesundheitstank, Heiltrank und Dude-Perücke. Nehmen wir mal alles. Habe ich jetzt genommen? Ja, habe ich, oder? Nee, habe ich gar nicht genommen, ich Idiot. So, jetzt. Den Timmy brauchen wir gerade nicht. Ich will mal kurz gucken, was... Okay, mit dir können wir wieder nicht reden. Die ganzen Erwachsenen sind natürlich wieder beschäftigt. Unglaublich. So, den Schnee können wir auch nicht kaputt hauen. So, was haben wir denn hier noch? 3D, ein Kino. Kommen wir da hin? Achso, da ist schon wieder der nächste Screen. Ich guck mal ganz kurz, wohin wir müssen. Karte. Zu den Waffen. Café Tweak Bros. Okay, da müssen wir hin. Und wo sind wir gerade? Moment. Nochmal ganz kurz jetzt hier Karte. Ach, wir sind hier. Okay, bedeutet, wir müssen jetzt nach oben laufen. Da waren wir da doch gerade gar nicht so falsch. So, aber ganz kurz hier nochmal. Okay, hier hinten geht dann sonst gar nichts. Okay, da kommt bloß wieder irgendeine Tussi. So, in den nächsten Screen rein. Langsam fahren, am Arsch langsam fahren. So, hier wieder Zeitungen kaputt machen. So, gar meine dunkle Wiesen. So, und bevor wir jetzt in Dark Meadows gehen, würde ich sagen... Ja. Bevor wir da jetzt reingehen, würde ich sagen... Jetzt hat der Butters mich ganz schön rausgebracht. Ich beende heute erstmal die Folge, damit wir einfach... Damit ihr... Ja, alles klar. Aber ihr stört mich hier gerade beim Absagen. Ich wollte sagen, damit ihr noch heute eine Folge habt, beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich. Wie gesagt, ich hoffe, euch stört das nicht mit dem Juden. Könnt ihr ja die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Aber dafür ist es jetzt in Full HD. Full HD, Full HD. Auf jeden Fall, bis dahin, haut rein, euer MaxlLP.